Donaukanal. Die derzeitige Situation, unter der die Österreicherinnen und Österreicher leben und arbeiten, zehrt an den Nerven vieler Menschen. Auch die Rettungs- und Sanitätsdienste haben durch das Coronavirus in Österreich erschwerte Bedingungen. Eine Spende von 3.000 Schutzanzügen und insgesamt 150.000 Schutzmasken hilft den Organisationen und Ärzten in diesen Tagen weiter. Weil wir zusammen mit den Ärzten im Ärztefunkdienst, den wir in Wien beispielsweise verdoppelt haben, den wir in Niederösterreich um +6 aufgestockt haben, auch täglich im unmittelbaren Einsatz sind. Und je besser wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Samariterbundes, aber auch die Ärztinnen und Ärzte in diesem Fall, schützen können, umso besser wird auch die Ressource Gesundheitssystem aufrechterhalten, weil geschützte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fallen nicht aus. Und das ist in gerade dieser Zeit extrem wichtig. Wir haben Masken, aber es gibt immer wieder Engpässe, weil es auch schwierig ist, die nachzubesorgen. Also es ist schon so, dass wir zwar ausreichend Material derzeit haben, kann jetzt nur für uns sprechen, aber wir natürlich auch immer schauen müssen und rechtzeitig schauen müssen, dass wir auch genug Nachschub haben. Und da ist es immer wieder enger geworden und diese Spende ist natürlich ein weiterer Beitrag dazu, sicherzustellen, dass wir auch weiterhin unser Personal entsprechend ausgestattet in den Dienst schicken können. Gespendet wurden die Schutzanzüge und Masken von einem in Österreich ansässigen chinesischen Logistikunternehmen. Bei der Übergabe war auch der chinesische Botschafter anwesend und der Kampf gegen das Virus ist auch ihm ein besonderes Anliegen. Ja, das Coronavirus ist eine große Herausforderung für die ganze Menschheit, für alle Länder. Das Virus kennt keine Grenze und nur in Solidarität können wir gemeinsam das Virus besiegen. Und China war vor ein oder zwei Monaten noch in sehr schwieriger Lage. Die österreichische Bundesregierung hat China auch dringend gebrauchte medizinische Güter geliefert. Und die Chinesen sind dankbar und wir werden das auch nie vergessen. Auch die Belegschaft des chinesischen Unternehmens kennt Maßnahmen und Angst rund um das Coronavirus aus persönlichen Erfahrungen und darum war ihnen die Hilfe für Österreichs Sanitäter und Ärzte auch ein Anliegen. Also ich hoffe, dass die Maßnahmen von der Bundesregierung jetzt greifen, dass die Versorgung jetzt intakt werden, weil wir erfahren aus den Nachrichten, dass doch jetzt die Bundesregierung sehr viele Schutzartikel gekauft haben, aber auf dem Weg jetzt nach Österreich sind. Und aber wenn hier die Lage noch sich verschlechtert, wo ich nicht glaube, können wir auch auf weitere Unterstützung denken. Die Hilfe des chinesischen Unternehmens kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Die Vorräte gehen zur Neige, das ist das eine. Und zum Zweiten brauchen wir natürlich immens viel, weil sozusagen wir kann das ja nicht auf 24 Stunden oder auf Dauer immer wieder anziehen, sondern in der Regel einmal verwenden, manche auch nur zeitlich begrenzt verwenden. Wir haben auf der anderen Seite mehr Menschen im unmittelbaren Einsatz. Das heißt, sozusagen der Bedarf hat sich einfach durch die Einsatzzahlen schon erhöht. Also von daher ist es auch wichtig, dass wir laufend unsere Lager und die verfügbaren Mittel und Einsatzmöglichkeiten auch sozusagen erhöhen. Und da wird es knapp und daher sind wir über diese Zuwendung äußerst dankbar. Die Schutzausrüstungen werden nun zügig an die Hilfsorganisationen weitergeleitet. Die 3.000 Schutzanzüge und die 100.000 Masken bzw. die 50.000 FFP2-Masken werden in der Summe für 4-5 Tage gerade für Wien, Niederösterreich und die Einsatzorganisationen nach diesem Schlüssel spezifisch auf diese Einsatzbereiche reichen. Die Hilfsorganisationen sind auf jeden Fall sehr zufrieden mit den Hilfsgütern. Also gerade diese Spende ist eine ganz großartige Unterstützung für unser Personal, das draußen ist, für unsere Sanitäter und Rettungssanitäter. Masken sind immer wieder ein Thema. Masken sind, je nachdem wie der Nachschub funktioniert, man liest ja auch in den Medien, teilweise Mangelware, nicht nur für alle anderen, sondern auch für uns. Und da ist allein schon das Gefühl zu wissen, dass man hier wieder Nachschub hat, dass man Sicherheit hat, um entsprechend gesichert in den Dienst gehen zu können, eine ganz, ganz große Hilfe.
Für die kommenden Tage sind die Sanitäter und Ärzte nun bestens vorbereitet. Doch das bedeutet noch lange keine Entwarnung, denn das Virus hält die Österreicher weiter im Griff. Doch wie in China auch beobachtet der Botschafter, dass die Menschen sich großteils an die vorgegebenen Maßnahmen halten. Täglich, wenn ich zu meiner Residenz, zur Botschaft fahre, und dann beobachte ich mit Aufmerksamkeit, wie die Menschen hier handeln. Aber zu meinem großen Respekt, ja, sehe ich also wenige Autos auf der Straße, noch weniger Menschen auf der Straße. Das ist wirklich fortbildlich. Den jüngsten Meldungen zufolge scheint China den kritischen Punkt bereits überwunden zu haben. In Österreich ist man dagegen noch vorsichtig, denn die derzeitigen Maßnahmen sollen noch mindestens bis zum Ostermontag, also bis zum 13. April, anhalten. Ob schmerzende Insektenstiche, dröhnende Kopfschmerzen oder stechende Rückenschmerzen, in solchen Momenten wünscht man sich schnelle und professionelle Hilfe. Rufen Sie ohne Vorwahl die Nummer 1450. Eine besonders geschulte Krankenpflegeperson meldet sich und sagt Ihnen, was in dieser Situation am besten zu tun ist. Wenn es weh tut, rufen Sie 1450. Ihre telefonische Gesundheitsberatung. Eine Information des Landes Niederösterreich, des Bundesministeriums für Gesundheit und des Niederösterreichischen Gesundheits- und Sozialfonds. Unvergessliche Momente erleben. Genau darauf kommt es bei der Freizeit- und Sportgestaltung an. Schnell kann etwas passieren. Dann ist es gut, wenn du bei einem Mitgliedsbetrieb der Wirtschaftskammer Niederösterreich gebucht hast. Setze auf einen Betrieb mit entsprechender Berechtigung und Haftpflichtversicherung. Denn das sind die Professionisten. Sie sorgen für dein Vergnügen und deine Sicherheit, damit du ohne Bedenken gemeinsam mit deiner Familie und Freunden die schönsten Freizeitmomente genießen kannst. Alle Bundesländer rüsten sich für ein Anschwellen der Corona-Krise. Auch die Bundeshauptstadt kann relativ entspannt in die Zukunft blicken. Nicht zuletzt aufgrund der 880 zusätzlichen Versorgungsplätze, die in der Messe Wien fertiggestellt wurden. Ja, wir treffen Vorsorge, dass wenn sich der Coronavirus stärker ausbreitet, dass es notwendig sein wird, Kapazitäten in den Spitälern und Krankenhäusern freizumachen für Schwersterkrankte. Und deshalb haben wir hier ein Versorgungszentrum geschaffen, wo es möglich ist, leicht Erkrankte ärztlich, pflegerisch zu betreuen und sicherzustellen, dass sie hier dann wieder entlassen werden, ohne in ein Spital zu kommen. Von daher war es wichtig, dass wir, obwohl wir jetzt noch geringe Fallzahlen haben in Wien, trotzdem jetzt schon Vorsorge treffen, dass, falls diese Situation eintritt, wir gut vorbereitet sind. Wie ist Ihre Einschätzung der Situation generell? Ja, wir sehen anhand von internationalen Beispielen, dass es sehr schnell gehen kann mit der Anzahl der Infizierten, der Erkrankten, insbesondere auch jener Personen, die besonders betroffen sind. Das ist die ältere Generation, das sind jene Menschen, die auch an Vorerkrankungen leiden. Und dann muss das alles wie am Schnürchen funktionieren. Und deshalb bedanke ich mich ganz herzlich bei den Mitgliedern des medizinischen Krisenstabes, der seit Ende Jänner eingerichtet worden ist, um schon vorbereitende Tätigkeiten zu treffen. Und natürlich auch bei allen Einrichtungen der Stadt Wien, bei allen Organisationen und Vereinen, die uns so tatkräftig unterstützen. Ja, also zum einen ersuche ich, alle Maßnahmen, die jetzt gesetzt worden sind, von der Bundesregierung einzuhalten, möglichst wenig Sozialkontakte zu haben, denn das Virus verbreitet sich vor allem in der Kommunikation zwischen Menschen und von daher sind das ganz wichtige Schritte, die wir jetzt gemeinsam tragen. Hier gibt es auch einen nationalen Schulterschluss, aber ungeachtet dessen ist es wichtig, dass wir gut vorbereitet sind, wenn es eine höhere Anzahl an Erkrankten gibt, dass wir sicherstellen können, alle Personen entsprechend gut zu betreuen und darauf zu achten, dass sie sehr schnell wieder gesunden. Diesmal zu Gast bei Nette Leid, Schauspielerin Martina Still. Donaukanal Nette Leid. Geschichten, Geschichteln und Freunden.
immer um halb. Das Jahr 2020 gehört ihm und seinem Mythos, Ludwig van, im Kaiserhaus in Baden. Die Ausstellung thematisiert den großen Künstler und Komponisten Ludwig van Beethoven mit einer ganz besonderen Zugangsweise und das aus einem wichtigen Anlass. Wir stehen unmittelbar vor dem großen Jubiläumsjahr Beethoven 2020 und für Baden war es selbstverständlich, dass wir dazu eine Ausstellung machen. Wir wollten aber keine klassische Ausstellung mit der Geschichte Beethovens machen, sondern haben uns eben dem Mythos Beethoven gewidmet. Der Titel lautet auch Mythos Ludwig van. Eben das zeigt schon, dass wir einen bisschen anderen Zugang zu seiner Person haben. Hier im Kaiserhaus beschäftigen wir uns mit seinem Nachleben. Das heißt, wir beginnen mit seinem Tod und schauen, was in den folgenden 200 Jahren alles an Bildern über ihn entstanden ist. Die Ausstellung setzt dabei auf moderne Mittel und zieht den Besucher auf vielfältige Weise in den Bann rund um den Mythos Ludwig van Beethoven. Hier gibt es zu sehen einige Reliquien, einige Körperteile von Beethoven, die die Menschen kurz nach seinem Ableben gesammelt haben, Erinnerungsstücke. Es gibt sehr viele Porträts über ihn und wir schauen, wie sich über die Zeit sein Abbild verändert hat, wie auch dieser Mensch zu einem Übermenschen konstruiert worden ist. Aber die Besucherinnen und Besucher können auch selbst tätig werden. Sie können Beethoven-Stücke remixen. Sie können zuschauen, wie ein 3D-Modell von einer Büste von Beethoven gedruckt wird. Und sie können ihre eigene Beethoven-Büste digital herstellen und mit verschiedenen Texturen und Beleuchtungen verändern. Anhand von Fragen wie, warum blickt Ludwig van so ernst? Oder wofür kämpft Ludwig van eigentlich? Erkundet die Ausstellung wichtige Facetten des Beethoven-Mythos. Die Stadt Baden steht im kommenden Jubiläumsjahr 2020 ganz im Zeichen des großen Komponisten. Mythos Beethoven meint die Sakralisierung, also die wie eine Heiligenverehrung, die stattgefunden hat nach dem Tod von Ludwig van Beethoven und all die Bilder, die man über ihn dann im Laufe der Jahre entwickelt hat. Er ist ein großer Künstler gewesen, aber er ist zu einem Übermenschen stilisiert worden. Es gibt unterschiedliche Perspektiven auf Beethoven. Es beginnt bei seinem Tod, bei Reliquien, die eigentlich damals gleich genommen wurden von ihm. Es gibt interaktive Stationen, es gibt natürlich Hörstationen, die allerdings nicht nur die üblichen Musikstücke zum Hören bringen. Und es gibt ganz viele verschiedene Objekte, die alle rund um Beethoven entstanden sind. Die Ausstellung Mythos Ludwig van im Kaiserhaus in Baden wird sich während ihrer Laufzeit stetig ändern und lädt somit zum mehrmaligen Besuch ein. Ein Fjord im Westen Norwegens. Ein Boot auf dem Weg zu seinen Fischgründen, besser zu einer Aquakultur. Jedes einzelne dieser gigantischen Netzgehege, Penn genannt, beherbergt ca. 200.000 Lachse. Die Aufzucht von Lachs in Aquakulturen hat in Norwegen nicht nur eine lange Tradition, sondern folgt auch weltweit den höchsten Qualitätsstandards. Allein in Norwegen hat die Lachsproduktion einen Marktwert von bis zu 6 Milliarden Euro. Und doch stört lauerndes Unheil die Idylle. Es ist eine Kreatur, die Fischern auf der ganzen Welt seit Jahren das Leben schwer macht. Lepioptyrus salmonis oder schlicht die Seelaus. Die bevorzugte Beute dieses Ruderfußkrebses? Blut und Schleim von Fischen. Mit seinem Körper klammert er sich an seinem Opfer fest wie ein Saugnapf. Befällt der Parasit eine Fischpopulation, pflanzt er sich exponentiell schnell fort. Das Immunsystem seiner Opfer wird geschwächt. Die Fische verlieren rapide an Gewicht und sterben oftmals.
Der Schaden dieser Wasserpest 500 Millionen Euro jährlich, allein in Norwegen. Also Probleme oppstår jo først når man har veldig. Das Problem tritt vor allem dort auf, wo sich sehr viele Lachse auf relativ kleinem Raum aufhalten, obwohl sie viel Platz zum Schwimmen haben. In einer Fischfarm ist die Lachsdichte viel höher als im Meer. Das gibt den Lachsläusen die Gelegenheit, sich munter fortzupflanzen. Und sie haben eine viel höhere Überlebensrate als in der Natur. Pro Lachs ist dann die Menge an Läusen schnell extrem hoch. Und es wird irgendwann einfach zu viel für den Lachs. Der Norweger Espen Beck will nun dieser Pest auf eine völlig neue Art zu Leibe rücken. Mit einer Technologie, die von oben betrachtet erst einmal aussieht wie eine Art Hightech-Tauchpumpe, die aber alle bisherigen Schädlingsbekämpfungsmethoden in den Schatten stellen wird. Es gibt heute verschiedene Methoden. Bei den meisten muss der Lachs behandelt werden. Heißt, er wird ein paar Tage ausgehungert, bevor das Netz angehoben und der Lachs entweder auf ein Bünnschiff oder auf einen Lastkahn gepumpt wird. Dort durchläuft er unterschiedliche Arten von Behandlungen. Er kann gespült werden. Er kann mit Heißwasser behandelt werden oder mit einem Bad in Wasserstoffperoxid. Aber all diese Methoden erfordern den direkten Kontakt mit dem Tier. Das ist eine enorme Belastung für den Lachs. Und das ist das größte Problem bei den heute existierenden Methoden. Becks Antwort auf das Seelausproblem ist deshalb eine ganz andere: Licht. Genauer Photonen in Form eines Laserstrahls mit einer Wellenlänge von 532 Nanometer. Der Schwerpunkt seiner Firma liegt zu diesem Zeitpunkt schon auf dem Gebiet der Unterwassertechnologie. Aber Becks Idee, Licht als Lösung für das Seelausproblem zu nutzen, könnte ihren Ursprung bereits in seiner Kindheit gehabt haben. Ich habe an vielen verschiedenen Technologieprojekten gearbeitet. Aber Tatsache ist, als ich das erste Mal von den Lachsläusen hörte, dauerte es nur wenige Sekunden, bis mir die Idee kam, sie mit einem Laser zu erschießen. Keine Ahnung, vielleicht weil ich als Kind ein paar Mal versucht habe, mit Hilfe einer Lupe und der Sonne Ameisen zu verbrennen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ja, das könnte meine Inspirationsquelle gewesen sein. Dass seine Idee mit dem Laser auch unter Wasser funktioniert, zeigen Tests im Labor. Ein einziger kurzer Laserimpuls und die Seelaus ist tot, in nur Bruchteilen einer Sekunde. Wir wussten, dass durch einen grünen Laserstrahl diese Energie auch durch Wasser transportiert werden kann. Und ich hatte außerdem schon an Projekten gearbeitet, bei denen maschinelles Sehen eingesetzt wurde, bei der Diagnose im medizinischen Bereich. Dann kamen Smartphones, die plötzlich über Gesichtserkennung und dergleichen verfügten. Und da war mir klar, dass Maschinen alles sehen können, auch Seeläuse. Wenn man es also schafft, einen Laserstrahl an einen Platz zu lenken, an dem eine Seelaus sitzt, ist offensichtlich, dass diese das nicht überleben wird. Eine Recherche in den Patentdatenbanken macht Beck schnell klar, auf diese Idee ist bisher noch keiner gekommen. Beck entwickelt deshalb die Pläne für einen einzigartigen Unterwasserroboter. Zunächst am Computer und im Labor. Dann auch auf dem Papier. Er weiß, er sollte seine Erfindung schnellstmöglich durch ein Patent schützen. Und so stellt sich Espen seine Vision vor. Sein Laserroboter Stingray. An Kabeln aufgehängt, kann er sich innerhalb der Lachsaufzuchtnetze überall dorthin bewegen, wo die Fischdichte am größten ist. Ein Stereo-Kamerasystem scannt jeden einzelnen Lachs, der vorbeischwimmt. Bilderkennung gepaart mit künstlicher Intelligenz entdeckt jede Seelaus am Körper des Fisches, löst in Sekundenbruchteilen einen Laserimpuls aus und die Seelaus ist Geschichte. Der Fisch selbst merkt davon nicht viel, denn der Laserstrahl wird an seiner schillernden Haut einfach reflektiert.
Stingray wird bald auch über Anwendungen verfügen, die alles andere im Becken aufzeichnen. Die Anzahl der Fische, ihr Gewicht und sogar ihren Gesundheitszustand. Seit 2014 ist Becks Vision Wirklichkeit. Und zwar in Serie. Dieser Stingray ist einer von über 260 in Norwegen bereits eingesetzten Unterwasserrobotern. In seiner eigenen Überwachungszentrale kann nun jeder Fischzüchter genau beobachten, wie es seinen Schützlingen geht. Aber nicht nur die Betreiber der Fischfarmen profitieren, sondern scheinbar auch die Fische selbst. Wir haben schon beobachtet, dass die Lachse sogar extra zum Laser zurückkommen. Das legt nahe, dass der Fisch den Laser als eine Art Belohnung empfinden könnte. Als einen guten Ort. Ja, vielleicht an dem man sich den Rücken kraulen kann. Ganz klar. Aus Sicht der Fischzüchter betritt Espen Beck mit seiner Technologie noch immer Neuland. Aber schon jetzt vertrauen 3% der norwegischen Fischfarmbetreiber auf den Schutz von Stingray. Denn sie wissen zu schätzen, dass da draußen jemand auf ihre wertvollen Fische aufpasst. Und das Tag und Nacht. Mit der Kredit- oder Bankkarte bezahlen. Was für Millionen Menschen Alltag ist, basiert auf verschlüsselter Kommunikation und soll Sicherheit garantieren. Die Geheimzahl entsperrt die Karte. Erst dann kann der winzige Mikroprozessor darin mit dem Kartenlesegerät und Computern der Bank Daten austauschen. Das Prinzip dieser Anwendung heißt Zwei-Faktor-Authentifizierung und kommt auch beim Mobiltelefonieren zum Einsatz. Zum Entsperren benötigt man zwei Elemente, die PIN und eben das Telefon mit der Smartcard. Auch ein Fingerabdruck oder Iris-Scan können Geräte freischalten oder den Zugang zu einem Gebäude in Kombination mit einem elektronischen Ausweis. Online-Überweisungen erfordern oft ein Passwort und eine zusätzliche Transaktionsnummer, die per SMS auf das Telefon geschickt wird. Immer sind also zwei voneinander unabhängige Elemente nötig, um eine Anwendung durchführen zu können. Die Kleinstadt Roussé in Südfrankreich. Hier arbeiten beim Halbleiterhersteller ST Microelectronics Experten daran, Smartcards und Mikroprozessoren noch sicherer zu machen. Pierre-Yvon Liardet und Johan Damon gehören zu den weltweit führenden Fachleuten für Datenverschlüsselung. Kryptographie, wie dieser Fachbereich auch genannt wird, basiert auf Teamarbeit. Nur gemeinsam lassen sich die besten Lösungen finden. Immer geht es darum, die Kommunikation zwischen Sender und Empfänger, das können Personen oder Geräte sein, für Außenstehende unlesbar zu machen. Je komplexer die Verschlüsselung wird, desto mehr mutet Kryptographie wie eine Geheimwissenschaft an. It's really like working. Man arbeitet und arbeitet und dann kommt der Aha-Moment. So könnten wir es machen. Diese einfache Idee lässt sich in die Praxis umsetzen. Aber vorher läuft man in viele Sackgassen hinein. Auch bei dieser bekannten Verschlüsselung bleibt nur eine Variable geheim, der Schlüssel für die konkrete Anwendung. Die zugrunde liegende Methode hingegen wurde veröffentlicht. Die Funktion ist so komplex, weil man diesen Schritt 10-mal durchführt. Sie heißt Advanced Encryption Standard. Und sie wird weltweit verwendet. AES ist in den USA sogar für die Verschlüsselung staatlicher Dokumente zugelassen. Der Rheinraum von ST Microelectronics, Produktionsort der Smartcards, auf denen Verschlüsselungen im Alltag oft laufen.
Siliziumscheiben, die Wafer, sind das Trägermaterial für die mikroskopisch kleinen Schaltkreise. Gearbeitet wird in Schutzanzügen, damit auch nicht das kleinste Staubkorn die Fertigung beeinträchtigt. Das Resultat sind kleine technische Wunderwerke, die auch die Kryptographen vor besondere Herausforderungen stellen. Wenn man beispielsweise in einem Bus bargeldlos bezahlen möchte, dauert das mit einer elektronischen Karte 200 Millisekunden. In dieser winzigen Zeitspanne müssen Daten verschlüsselt und ausgetauscht werden. Und es gibt eine weitere Einschränkung. Die Smartcard hat keine Batterie, nur eine kleine Antenne. Die erzeugt ein elektromagnetisches Feld, über das die Karte ihre Energie bezieht. Die Verschlüsselung darf also nicht viel Energie verbrauchen. All das stellt die Entwickler der Karten vor große Herausforderungen. Das High Security Module, eine Art streng abgeschirmter Server. Hier wird der vielleicht wichtigste Arbeitsschritt bei der Smartcard-Herstellung vollzogen. Der Computer verschlüsselt jede Smartcard individuell für den späteren Nutzer. Es gilt bereits die höchste Sicherheitsstufe. Doch den Experten ist es gelungen, den Missbrauch des HSM noch weiter zu erschweren. Hierfür wird den Smartcard-Rohlingen bereits im Vorfeld eine vorläufige Kennung einprogrammiert. Diese kann das HSM nur einmal abfragen, bevor es die Smartcard überschreibt. Ansonsten könnte es mit seinem Generalschlüssel auch später noch auf Smartcards zugreifen, die bereits individualisiert wurden. Klone der Karten könnten hergestellt und für kriminelle Zwecke genutzt werden. Obwohl ihre Verschlüsselungen als sicher gelten, gehört es auch zum Alltag der Kryptographen, mögliche Schwachstellen darin selbst aufzuspüren. Man nennt das ethisches Hacken. Nur so gelingt es Yuan Damon und seinen Kollegen immer wieder, Cyberkriminellen zuvorzukommen. Wir schicken Pierre-Yvan unsere Mikrochips und er versucht, sie zu knacken. Meistens gelingt ihm das am Anfang auch. Es ist Teamwork. Wir versuchen, die Verschlüsselung anzugreifen, sind erfolgreich, geben den Designern eine Rückmeldung, versuchen auch, die überarbeitete Version wieder zu knacken, so lange, bis sie allem standhält, was wir kennen. Cyberkriminalität und Datendiebstahl sind längst keine abstrakten Bedrohungen mehr. Kreditkartenbetrug verursacht alleine in der EU pro Jahr 1,5 Milliarden Euro Schaden. Hinzu kommt unser immer stärker vernetzter Alltag, in dem wir zunehmend auf elektronische Kommunikation angewiesen sind. Nur wenn solche Anwendungen mit sicherer Verschlüsselung arbeiten, sind wir vor Hackerangriffen geschützt und wissen, dass ausschließlich vertrauenswürdige Personen unsere Daten lesen und nutzen können.
diese Woche zu Gast bei Nette Leid, die Schauspielerin Martina Stilp. Herzlich willkommen im wohligen Kaminzimmer hier im Café Grande in Mödling. Heute wieder ein besonderer Gast, Martina Stilp, ihres Zeichens Schauspielerin Josefstadt-Ensemble. Hallo. Hallo. Theater in der Josefstadt, ein Theater mit wienerischen Weltruf, um es so zu formulieren. Wie bist du da hingekommen? Wie war dein Weg? Der Direktor, Herbert Föttinger, hat mich spielen sehen. Und allerdings noch, da war ich noch am Volkstheater engagiert und sah mich an einer Sonntagnachmittagsvorstellung Amphitryon. Und am Montag habe ich schon einen Anruf bekommen, ich solle doch bitte gerne bei ihm im Büro vorbeischauen. Und so bin ich dann an die Josefstadt engagiert worden. Klingt so einfach, war in dem Fall auch einfach, aber von der Schule weg, bis man dann ein fixes Engagement an einem renommierten Theater hat, ist es sicherlich ein langer Weg. Vor allem, weil auch bei mir damals, es war so, ich war mit der Schule fertig, so Ende der 90er, 98, es war ja immer so, es gibt viel zu viele Schauspielerinnen und Schauspieler und viel zu wenig Stellen. Und trotzdem konnte ich nicht anders, diese Ausbildung zu machen. Und mein Weg war ganz besonders mein Weg, weil schon im letzten Ausbildungsjahr wurde ich während der Spielzeit ans Theater Augsburg engagiert. Ich habe erst mit meinen Lehrern noch gesprochen, weil ich dachte so Augsburg, weil man ist natürlich schon sehr, wenn man von den Münchner Kammerspielen kommt, so, ja, wo geht's jetzt demnächst hin? Aber das war für mich perfekt, weil ich sehr viele und tolle Rollen zu spielen bekommen habe und ich sofort mitten hineingekommen bin, also ins Spielen, ins Ausprobieren, in Vorstellungen haben. Meine zweite Premiere war gleich mal Goethe, Torquato Tasso, eine der Prinzessinnen, Leonore von Este. Und da habe ich schon gemerkt, okay, gut, es geht los. So, und dann ging es immer weiter. Du sagtest, du konntest nicht anders als Schauspielerin werden. War das von Haus aus klar, schon ab Kind, oder gab es noch eine andere Ausbildung? Nein, bei mir war es echt erst sehr, sehr, sehr spät die Entscheidung, weil ich lange einfach nicht wusste. Also Beruf und ernst sein und regelmäßig verantwortungsbewusst. Das war für alles so, oh, mit was denn? Und ich hatte Lieblingsfächer, Französisch und Biologie. Und ich habe für mein Leben gern getanzt. Also an meiner Schule damals am Nachmittag wurden so Tanzkurse angeboten. Und da bin ich regelmäßig hin. Und ich dachte mir, eine Zeit lang wäre mein Traumjob tanzende Ärztin in Frankreich. Also da hätte ich alles vereint. Die Sprache, die Medizin und meinen Tanz. Und wirklich kurz vor der Matura kam es dann so, werd doch Schauspielerin, weil ich habe dann so diese Tanzveranstaltung kurz vor den Sommerferien moderiert, habe selber mitgetanzt und da bin ich aufgegangen, habe Bücher gewälzt über Pantomime und Theatergeschichte und was weiß ich und im allerletzten Moment dann meine Zettelchen zusammengehabt und dann mit roten Backen dann durch diesen Abend moderiert. Und da haben wir alle drumherum gesagt, also probier's doch mal mit dem Beruf. Nur ich kam aus dem Dorf und ich hatte noch nie Theater gesehen, außer mal das ein oder andere Gastspiel. Und also dachte ich mir, okay, ich werde Filmschauspielerin, weil die Filme kannte ich vom Fernsehen. Und ja, das war dann das Nächste. Dann war ich an der Schauspielschule, an der Otto-Falkenberg-Schule und die natürlich extrem für Sprechtheater ausgebildet hat. Natürlich gab es den ein oder anderen Workshop auch fürs Drehen, aber da habe ich dann zum ersten Mal wirklich Theaterluft geschnuppert und mich sehr verliebt. Wie hat die Familie reagiert? Weil in den meisten Fällen hört man von Schauspielern immer wieder, ja, der Vater war dagegen, Mutter war sowieso dagegen oder umgekehrt. Wie war es bei dir? Komplett erstaunt. Also so, weil es kam immer so, woher hast du es denn? Bis meine Mutter irgendwann mal gesagt hat, ja, bei dem einen Schulspiel gab es den einen oder anderen Satz, den ich da doch auch sehr gerne gespielt habe. Vielleicht hast du es ja doch von mir. Also Sie wissen es nicht. Meine ganze Begeisterung auch
für Kunst, für Bilder, für Gemälde, für Ausstellungen, für Filme, für... Da bin ich echt so der Freigeist in unserer Familie. Und aber sie hatten, das rechne ich ihnen heute noch hoch an, sie sind hinter mir gestanden. Sie haben gesagt, ja Martina, wir kennen deinen Dickkopf und wenn du dir was eingebildet hast, dann ziehst du es auch durch und das ist uns wichtig. Also jetzt anfangen und dann, oh, ich mache jetzt doch was anderes, das unterstützen wir nicht. Und da wusste ich Bescheid, wie der Hase läuft und dann habe ich es durchgezogen. Jetzt machst du viel Theater, aber auch Film. Mhm. Was ist für dich da der Unterschied? Eigentlich alles Mögliche, also alles. Es ist ein totaler Unterschied. Vom Sprechen angefangen bis hin zur Mimik. Nach meinem ersten Casting, da war ich noch an der Schauspielschule, bei Vilsmeier damals, hat meine Casterin Risa Kees damals gesagt, Martina, weniger theatralisieren, mehr minimalisieren. Und ich muss zugeben, ich habe auch heute noch den Hang dazu. Erst wenn ich mich spüre. Und es ist meistens halt im deutlichen Ausdruck von Gestik und Sprache, dann spüre ich mich und dann ja. Aber es gibt auch ein ganz anderes Spüren und da komme ich immer mehr drauf. Was sind die Rollen? Gibt es eine absolute Lieblingsrolle? Ja, eigenartigerweise, die mich am meisten gefordert haben, wie zum Beispiel Medea von Grillparzer, wo ich einfach dachte, okay, das ist unspielbar, das geht jetzt einfach nicht. Das war im Volkstheater, nicht im Volkstheater. Nein, das war noch am Schauspielhaus Graz. Und da hat Anna Badura damals Regie geführt. Das war ihre Eröffnungspremiere, als sie dann Schauspieldirektorin wurde oder Intendantin vom Schauspielhaus Graz. Und da habe ich mir gedacht, oi, also das wird... Aber ich habe irgendwo einen Zugang gefunden und diese Kraft, die diese Proben gekostet haben, habe ich wieder zurückbekommen. Durch die Reaktion vom Publikum, durch unser Spiel zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Und erstaunlicherweise habe ich letzte Woche bei der Benefizgala in Graz, Live Music Now, mich nach der Veranstaltung mit Zuschauern unterhalten und drei Zuschauerinnen haben mich angesprochen auf diese Rolle. Sie Obwohl schon so, Jahre her war. Und ich habe dann nachgezählt, 13 Jahre her. Und sie meinten so, Frau Stilp, wir haben einiges von Ihnen gesehen, aber die Medea ist bei uns irgendwo hängen geblieben. Und ich wusste im ersten Moment nicht, um Gottes Willen, ich wie bitte? Weil für mich war das ja schon längst, also es ist vorbei, es ist abgeschlossen. So, im Tagesbewusstsein ist die Rolle nicht mehr. Und das hat mich sehr gerührt, ja. Das natürlich geht wie Öl runter, wenn man solche Komplimente bekommt, aber davon lebt man ja auch als Schauspieler, vom Applaus, von Komplimenten, weil es steckt ja vor allem sehr viel Arbeit dahinter. Also die meisten Leute nicht wissen, nicht kennen, sehr viel Disziplin. Wie tust du dir beim Text lernen? Also als Kind war das überhaupt kein Problem. Das ein oder andere Muttertagsgedicht war einmal vorgelesen bekommen, nachsagen. So ist es jetzt nicht mehr. Ich muss zugeben, ich drücke es gerne ein bisschen raus, also so, dass ich so das Adrenalin der knappen Vorbereitungszeit ein bisschen, das kann ich dann gut benutzen. Aber ich teile es mir ein. Ich schaue, wie viele Tage bleiben wir noch bis zu Probenbeginn. Ich weiß schon vorher, wie umfangreich die Rolle ist. Und dann teile ich es mir ein in angenehme Happen. Das sind so 2 bis 3 Seiten pro Tag, je nachdem, wie voll die sind. Und dann geht es erstmal mit nur Lesen los. Lesen und Abschreiben. Lesen und Abschreiben. Und während ich am nächsten Tag dann schon mit den nächsten 3 Seiten weitermache, fange ich wieder an, die ersten 3 Seiten zu wiederholen. Und je beiläufiger das Ganze, desto besser geht's. Und je öfter ich es wiederhole, desto besser ist es in mir drin. Auf ganz weiche, zarte Art, einfach natürlich in mir drin. Und dann, ja, und dann geht es immer so weiter. Und dann ist der Text irgendwie drinnen und die Stichwörter, die du dann brauchst, wenn du spielst, die lernst du dir auch dabei ein oder kommt es in der Probe? Nein, die lerne ich mir auch schon dabei ein. Und zwar ist es bei mir extrem, zum Beispiel,
wenn drei oder vier Anfangsbuchstaben gleich sind, dann weiß ich, jetzt kommen die vier A's hintereinander. Manchmal weiß ich nur die vier A's und die Wörter nicht, aber das ist der Satz mit den vier A's. Oder was auch wichtig ist von der Rolle, die unmittelbar davor ist. Was sagt die? Gibt es vielleicht ein ähnliches Wort, was bei mir wieder vorkommt? Also da fokussiere ich mich extrem auf Laute, entweder ganze Worte, wenn sie denn ident sind, oder Anfangs- oder Endbuchstaben. So hat eigentlich jeder Schauspieler, glaube ich, sein eigenes System, wie er lernt. Absolut. Manche lernen beim Stricken, manche nur beim Spazierengehen. Während der Schauspielschule habe ich manchmal nebenher noch Klavier gespielt, also so gespielt, geübt. Also, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich mein Gehirn warm mache, indem ich es hochkonzentriert mache, indem ich auf die Noten und die Tasten schaue, dann bin ich schon sehr, sehr offen für den Text. Also das Reklamar lag daneben und dann habe ich mich so ein bisschen abgewechselt. Das war auch ein schöner. Und wenn das Stück abgespielt ist, löscht sich der Text in deinem Hirn oder bleibt er forever? Das dachte ich. Und dann habe ich einmal nach Jahren dieselbe Rolle angeboten bekommen. Das war die Maria Stuart, die wurde mir ein zweites Mal angeboten. Und im Zuge der Vorbereitungen für die zweite Maria Stuart habe ich den Text repetiert. Und plötzlich war ich schon zu weit. Ich habe reingeschaut, als ich nicht mehr weiter wusste. Und ich so, es war eine Strichfassung. Und ich habe aber den Text von circa 7, ich weiß es jetzt im Moment nicht mehr, aber 7 Jahren einfach weitergesprochen. Und es waren aber schon einige Jahre vergangen. 6, 7 Jahre. Und da wurde mir ein bisschen mulmig, weil ich mir dachte, wenn der Text in meinem Unterbewusstsein oder wo auch immer ist, welcher Text ist dann noch da? Wie viel Text habe ich überhaupt in mir bei so vielen Rollen? Also wenn du heute Mittag einen Anruf bekommen würdest von einem Theater, sagt, liebe Martina, unsere Medea ist ausgefallen, du hast vor 13 Jahren in Graz das gespielt, kannst du kommen und mit uns spielen? Ginge das? Am selben Tag nicht. Aber wenn es zum Beispiel die Grillparzer Medea ist und ich vielleicht 2, 3 Tage Zeit hätte, würde mir das helfen, ja. Aber am selben Tag nicht. Ich glaube, das können wirklich nur die Opernleute, die ihre jeweiligen Arien oder Partien wirklich präsent haben. Dann geht's. Wenn man jetzt so viele Texte intus hat, wie darf ich mir vorstellen, wie es dann privat bei dir geht, wenn du plauderst, wenn du sprichst? Fließt da immer etwas ein und dann sagst, hey, das habe ich ja aus dem Stück? Oder ist da gar nichts da? Ja, und das passiert mir in Endproben oder wenn ich ein Stück aktuell probe. Dann merke ich, dass ich mich plötzlich so ausdrücke, also dann höre ich Wörter aus mir herauskommen, die nicht meine sind. Und dann denke ich mir, hä? Und dann weiß ich, das ist zum Beispiel jetzt natürlich aber gern geschehen oder wenn es irgendwie so eine lustige Redewendung ist und dann benutze ich die plötzlich auch. Muss dann aber drüber lachen. Also das. Aber das hängt damit zusammen, weil das gerade so wichtig im Leben ist. Und so bewusst im Smalltalk zum Beispiel verwendest du Zitate aus verschiedenen Stücken oder nicht? Nur wenn ich schon habe, dann ja. Also das ist ja manchmal auch schön. Also wen habe ich neulich gelesen? Das habe ich nicht selber probiert, aber im Don Carlos Schiller. Die Tugend bleibt so lange unbefleckt oder fleckenlos, bis zum Moment der Prüfung oder so ähnlich. Also ich weiß nicht, ob es jetzt wortwörtlich ist, sinngemäß ist es auf jeden Fall. Und da habe ich mir auch gedacht, das ist ja ein cooles Zitat. Also, und da hast du ein paar so in der Schublade und wenn es gerade passend ist im privaten Kreis, packst du es dann aus? Naja, leider, das halt jetzt. aber nein, ich habe ein Lieblingszitat. Wahre Kraft ist ein Grad von Zartheit und wahre Zartheit ist ein Grad von Kraft. Das habe ich lange Jahre nicht verstanden und auch manchmal verstehe ich es immer noch nicht so recht und es gibt Momente, wo ich es total verstehe. Und dieses liebe ich, weil ich spüre, da ist ganz, ganz, ganz viel Wahrheit drin. Da muss ich jetzt mein Lieblingszitat nehmen, aus King Lear. Mhm. Lasst uns Verzeihen tauschen. Verzeihen tauschen?
Das finde ich total schön, vor allem gut angebracht, wenn man einmal in der Partnerschaft einen kurzen Crash hat oder so, wo drauf kommt, dass eigentlich alles ein Blödsinn war, das oder das, dann wirkt das Wunder. Kann ich nur empfehlen. Gut, ich werde es mir merken, ich werde es hinzufügen. Meins war übrigens von Lao Tse. Ja. Wenn wir schon beim Privaten gerade sind, wie lebt eine Schauspielerin privat? Also ganz normal. Also meine Nachbarn sagen immer, Martina, ich glaube, du bist sehr authentisch. Ich liebe es, in einer alten Hose, im alten Gewand, also alt meine ich, was man schmutzig machen kann, im Garten zu stehen und rumzuwerkeln. Und wenn ich dann so richtig angepatzt bin, fühle ich mich eigentlich am wohlsten. Also so draußen an der frischen Luft. Und mein Garten, unser Garten, tut mir sehr gut. Ist so ein Lehrmeister, der mich nicht nur erdet, sondern auch in diesen Lauf der Jahreszeiten bringt, den man ja sowieso weiß, aber irgendwie noch mal ganz anders mitbekommt, wenn man die Pflanzen und das alles sieht. Dass das ganz normal ist, dass etwas blüht und wieder verwelkt. Zum Beispiel, dass zu viel Sorge um ein Pflänzchen manchmal nicht immer gut ist. Und wenn man es dann sagt, so sich selbst überlässt, so, tut mir leid, ich weiß nicht mehr, wie viel Sonne, wie viel Wasser oder welche Pflanzennachbarn du brauchst. Und plötzlich, man stellt es irgendwo hin und plötzlich, das sind schöne Erfahrungen, die mich sehr wegholen, dann doch von immer einer hohen Konzentration oder so einer dichten Sache, die ja wie dem Theater spielen. Und dann einfach, und das tut gut, diese Gegensätze tun mir sehr gut. Mit den Pflanzen sprichst du ein aktuelles Thema an, das ist die Umwelt, das ist der Klimawandel. Wie denkst du darüber? Ja, also durch diese natürliche, erwähne ich jetzt ihren Namen, die Greta Thunberg, ich finde, sie bringt die Sachen auf eine ganz spezielle Art und Weise in den Fokus, wo sie eigentlich schon längst hätten hingehört. Es ist sichtbar. Es ist, wenn ich den gelben Sack anfülle bei uns zu Hause, denke ich mir, das sind jetzt nur wir zwei. Das ist jetzt meine Familie und wir haben so viel Plastikmüll. Und unser kleiner Ort, wie viel hat der dann schon? Und es ist aber nur ein kleiner Ort. Dann gibt es das ganze Land, dann gibt es mehrere Länder, dann gibt es die ganze Welt. Um Gottes Willen, wo soll denn jetzt nur das Plastik? Also, und dann gibt es ja anderen Müll auch noch. Also, und ich denke mir so, ich finde auch, dass ein ewig so weitermachen nicht mehr lange möglich ist. Und was ich nicht verstehe, wenn Sachen, also ich als Konsumentin zum Beispiel, was war denn das? Irgendein Kalkungspulver für die Waschmaschine. Das war lange Zeit in einem schönen Pappkarton. Und ich will es wieder kaufen und finde es nicht. Und denke mir so, wo ist denn der? Und dann frage ich, ja, das ist jetzt in dem Plastikeimerl drin. Schönes Hartplastik. Und ich finde, manche Verpackungen sind sowas von Nonsens. Also für mich als Endverbraucherin, wahrscheinlich ist es für den Hersteller günstiger. Aber wenn es auf Kosten von unserer ganzen Gesundheit geht, glaube ich, sollte man da wieder umdenken. Aber wie es halt wieder so ist, wahrscheinlich ist es jetzt erst die Veränderung vollzogen, wenn es für den Hersteller wieder rentabel ist. Keine Ahnung. Ja, also man sollte das, woraus wir unsere Kraft und unser Essen und unsere Luft nehmen, glaube ich, nicht nur benutzen, sondern es auch pflegen. Würdest du auch jemanden, der gerade Plastikmüll irgendwo auf der Straße wegwirft, würdest du da hingehen und ihn darauf aufmerksam machen, was er da falsch macht? Also wenn es direkt vor meiner Nase ist, würde ich schon was sagen. Also, weil es ist nicht notwendig. Also es gibt ja genügend Mülleimer. Also ja, das hat da was mit einer Haltung zu tun. Also einfach so Müll wegwerfen. Ich denke mir so, wenn man zum Beispiel bei uns aus dem Ort rausfährt, oder auch woanders. Also es sind schöne Felder und am Feldrand sieht man so die unterschiedlichsten, manchmal Dosen blinken in der Sonne oder so Folien oder Papiersackerln oder ich denke mir so,
Okay, der Wind. Der Wind weht vielleicht auch einiges durch die Gegend, aber... Das war leider früher gang und gäbe. Also in meiner Jugend, weiß ich noch genau, hat man sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Und ich weiß als Jugendlicher selber, sind wir gegangen auf der Straße, irgendwas, Dosen hat es damals noch kaum gegeben, aber in Plastikflaschen gab es schon, Cola oder so, und dann, cool, wegschmeißen. Und kein Mensch hat sich was dabei gedacht. Ne? Hm. Naja, das geht halt immer zeitlang gut wahrscheinlich. Wie war das damals, wie du aufgewachsen bist? Wie war da die Umwelt? Wie war die Jugend damals im Vergleich zu heute? Also aufgewachsen denke ich zuerst an meine Kindheit und ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und der Waldrand war nicht weit von da, wo wir gewohnt haben. Das heißt, Wald, Waldspaziergänge, Holz machen für einen Ofen, damit bin ich aufgewachsen. Also ich war sehr viel draußen. Aber wie ich dann schon an die Schule gegangen bin, dann später oder an die, ans Gymnasium, da gab es schon den AK Umwelt, also Arbeitskreis Umwelt. Und da sollte man dann doch die Aludeckerl vom Joghurtbecher in den Alueimer werfen und das andere dann da. Und da gab es schon Verfechterinnen für den Umweltschutz. Und da war mein erster Kontakt damit. So, also es wurde da damals schon. Gab es dann Umgang damit, oder? Gab es bei dir in der Jugend Disco? Oder was hast du da gemacht in der Freizeit? Natürlich gab es das, aber ich war das erste Kind meiner Eltern. Ich glaube ja nach wie vor, die ersten Kinder werden mehr behütet als dann die Kinder danach. Und es war schon sehr. Also einmal am Wochenende durfte ich, das war erlaubt, und dann. Und dann nicht mehr und dann halt bis 18 muss man da irgendwie kämpfen um jede Minute, die man dann, wo dann die Eltern schon draußen warten. Also meistens mein Vater mit meinem Bruder, der fand das cool. Und dann bin ich immer raus aus der Disco und ich so, bitte noch ein bisschen, noch eine Viertelstunde. Es ist gerade so schön. Und dann, ja, bis man dann halt immer, dann musste man irgendjemand finden, Fahrgemeinschaft war natürlich auch so. Das war, natürlich gab es das, aber es war dadurch, dass... Stadt, Land, es sind viele Unfälle passiert ich bin da ganz gut durch diese Zeit gekommen. Aber und dann endlich in die große Stadt. Ja. Und hast du es richtig krachen lassen? Das muss ich überlegen, also so richtig krachen lassen, ja, jetzt nicht jede Nacht dazu, weil, also das ist... aber ich habe es dann schon genossen, mal auf der einen oder anderen Techno-Party zu tanzen, bis es hell wird. Also das ist, steckt man in dem Alter auch ganz anders weg. Also das ist nicht schlimm. Wenn man dann am Wochenende schlafen kann tagsüber, das ist kein Problem. Aber irgendwann wollte ich das nicht mehr. Also da habe ich gedacht, nein, ich bin lieber tagsüber auf. So. Ich habe es vor allen Dingen genossen in der Großstadt, dieses Treiben und Sein, also diese Möglichkeiten von nicht nur jetzt in die Disco gehen, sondern auch ein kulturelles Angebot zu haben. Das war vor allen Dingen für mich wichtig. Eine Grundbedingung eines Schauspielers, einer Schauspielerin, sagt man immer, ist, ewig Kind zu bleiben. Wie ist das bei dir? Ja, da ist was dran. Also ich bin zum Beispiel immer noch, weil ich vorhin gesagt habe, das mit dem Tanzen, ich bin zum Beispiel immer noch ein sehr körperlicher Mensch. Also wenn ich mich nicht genügend bewegen kann, dann fühle ich mich nicht wohl. Und vorgestern Abend zum Beispiel, ich habe ich meinen Jogginganzug angezogen und bin in unseren Sportraum da gegangen und habe mich ausgetobt. Und wenn mich da jemand gesehen hätte, wahrscheinlich gedacht, oh mein Gott, was macht diese Frau da, kugelt auf dem Boden rum. Aber dann hüpfe ich durch die Gegend und was weiß ich, schreien jetzt nicht, aber so Wohlfühllaute und muss mich austoben. Ich weiß nicht, ob das andere in meinem Alter auch so machen. Ich befürchte ja weniger. Aber da spüre ich schon noch mein Kind in mir sehr stark. Und natürlich auch mein Beruf des Spielens. Es ist schon ein Geschenk, dass man innerhalb der Abmachungen natürlich und des Textes, dass man eine Rolle
in Gesellschaft anderer Rollen, dass man spielen darf, dass man sich verkleiden darf und kann und frei sein kann in dem Moment. Nach Wochen des Suchens und Präzisierens. Aber dann kommt wieder der Moment, wo man mit den Kollegen zusammen spielt. Und das ist sehr, sehr schön. Das möchte ich nicht missen. Spielen. Ist nicht Spielen eigentlich das falsche Wort? Man soll doch eine Rolle verkörpern. Der richtige Schauspieler ist der, der die Rolle ist und nicht sie spielt. Das kommt, glaube ich, von Stanislavski her. Mhm. Wie siehst du das? Ich sehe das so. Also Stanislavski habe ich geliebt. Also ich habe seine Bücher verschlungen und lange Zeit auch sehr nach ihm auch gearbeitet. Immer mein Psychogramm versucht zu erstellen für die Rolle und Rollentagebuch geführt, im Sinne von, dass ich wirklich im Sinne der Rolle dachte, wie ich mich in diesem jeweiligen Personenumfeld bewege, was ich denke, was ich mache. Ich habe es nur wieder mal übertrieben, ich übertreibe gerne. Ich gehe sehr gerne dann ins Extrem, in eine Richtung, was dann nicht immer was mit Spaß zu tun hat. Und für mich war das Lockern wieder, also das Stichwort fürs Lockern, dass ich perfekt sein muss, dass ich präzise sein muss, war das Wort Spielen. Also für mich heißt Spielen nicht automatisch dann, ich verkörpere jetzt keine Rolle, sondern ich spiele nur, sondern Spielen heißt für mich auch, eine Rolle zu verkörpern. Also es ist für mich nur der bessere Ausdruck, um frei und locker zu bleiben und endlich mal meinen Kontrollmechanismus auszuschalten und in einen Genuss zu kommen, ohne mich ständig so, da war das war meine letzte Vorstellung, war ich da, glaube ich, mehr am Punkt und an der Wahrheit dran. Und da laufen mir so viele Parallelebenen noch ab. Und das macht dann nicht unbedingt Spaß. Also, und ich denke mir, es soll doch auch eine Lust sein, die dann wieder, oder eine Freiheit bieten, die dann wieder auch andere Räume öffnet. Und dass man weiterkommt mit seinen Rollen. Und wenn ich das zu ernst betreibe, dann komme ich da nicht hin. Endproben, jetzt probst du bald mal für? Zwischenspiel. Für Zwischenspiel. Von Arthur Schnitzler, ja. Schnitzler ist ja immer schön zu spielen, oder? Ja, ich habe erst einen Schnitzler gespielt und das war sehr, sehr schön. Das war so schön, dass ich jetzt glatt das Stück vergessen habe. Na, Genia Hofreiter. Das weite Land. Und es war so schön, dass ich versucht habe, alles Mögliche über diesen Autor zu lesen. Und das will ich jetzt weitermachen. Also wenn an den Tagen, wo ich nicht probe, habe ich mir vorgenommen, werde ich mich trotzdem ins Café aussetzen und seine Literatur, es gibt noch so viele Erzählungen, die ich nicht kenne, lesen, lesen, lesen. Mich noch mehr in diesen unglaublichen Seelenkenner zu vertiefen. Und auch Autoren aus der Zeit, Bertha Zuckerkandl zum Beispiel, die in der Zeit ihren Salon betrieben hat und wo ja alle möglichen Leute zusammenkamen. Oder jetzt Altenberg, den ich jetzt erst gelesen habe, ist auch die Zeit, also der wieder mit Schnitzler zusammenhängt. Und dann ergeben sich zum Beispiel Verbindungen, wo man dachte, der kannte den oder der hat dem das gesagt, was der andere dann erfahren hat und eingebaut hat in ein Stück oder so. Ja. Liebe Martina, war ein sehr nettes Gespräch mit dir. Dankeschön. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, toi toi toi, deiner weiteren Karriere. Und danke, dass du hier warst. Ich sag danke. Nächste Woche zu Gast bei Nette Leid, Cafetier und Erfinder, Oskar Grande. Donaukanal, Nette Leid. Immer um 9:30.